So, neue Stadt entsteht in Rajputana. Eine sehr arme Stadt. Hier haben wir auch 70% Islam und hohe Unruhe, nämlich 5. Hier baue ich also sofort einen Ashram. Vor allem mit Industrialisierung zusammen. Und hier sind ja auch mehrere Gebäude. Könnte das noch irgendwann kritisch werden. Deswegen baue ich dieses Ashram-Teil mal. Das ist der dritte, den wir dann haben. Ja, zweite, Entschuldigung. Also den zweiten können wir uns auf jeden Fall gönnen. Wir brauchen auch die Priester. Die müssen jetzt langsam mal kommen hier. Wir haben in Hyderabad noch eine neue Stadt. Sehr gut, die zweite ist das schon. Hier will auf jeden Fall eine Werkstatt Weber errichtet werden. Denn hier ist eine Stadt zum Geld verdienen. Und wir haben einen Baubericht. Handelshäfen in Gujarat und in Hafen von Kalkutta. und wir haben in Bengalen eine Baumwollwebehütte. Die könnten wir aus der dritten Stufe ausbauen. Ich verzichte erstmal aus Kostengründen drauf, weil wir mit dem Geld erstmal andere, wichtigere Dinge machen können. Satara, unsere Hauptstadt, blüht und gedeiht, so wie der Rest des Landes auch. Und ja, hier wird Industrie kräftig aufgerüstet. Bergbau übrigens auch. So. Ja, dann können wir weitermachen mit den Straßen. Hier kommen sie bereits. Hier sind sie schon. Und dann machen wir hier im Norden weiter. Ihr kriegt die jetzt auch. Ihr kriegt die auch schon. Habt ihr schon, habt ihr schon, habt ihr schon. Goa kriegt auch welche. Da haben wir jetzt alle. Mysur und Karnataka hat auch schon welche. Da haben wir jetzt alle Straßen durch. Nur in Amerika noch nicht. Aber hier sind die, glaube ich, auch relativ unwichtig. Was man hier bauen könnte, wäre diese Zuckerplantage. Genau, das aufrüsten auf 50, denn wir haben hier die zweite Stufe, den Handelshafen. Das heißt, er kann 60 Zuckerstückchen exportieren oder Zuckerhüte. Wir haben 31 und 50, das würde auf jeden Fall exportiert werden. Und Zucker war bei 15 gerade eben. Wenn das so bleibt, hätten wir dann einen Gewinn zusätzlich von ungefähr 300 Goldstücken. Das mache ich also, das Teil. Hat sich fix raus und bringt ja auch noch mehr Steuereinnahmen. Also zahlt sich gleich doppelt aus. Hier sogar 33,8%. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, die kleine Armee hier bei Antigua. Und ich gehe wieder zurück zu Indien. Und was ist das denn hier eigentlich? Ach, dieses Marinedings. Alles klar. Nächste Runde haben wir dann auch die fortschrittliche Marinearchitektur. Die ermöglicht uns erstmal geringe Rekrutierungskosten, mehr Prestige und das Trockendock. Da seht ihr Linienschiff dritter Klasse, Admirals Flaggschiff dritter Klasse und dann jeweils die Linienschiffe zweiter Klasse und eine Karonanenfregatte. Achso, das Admirals Flaggschiff kommt dann noch nicht. Linienschiff zweiter Klasse, das ist schon mal ordentlicher Pott, ne? Aber wir warten natürlich bis zu den Dampfschiffen, die dann, oder bis zum dampfbetriebenen Trockendock, wo dann auch die Linienschiffe erster Klasse rauskommen können. Und ich sage, weiter geht's. Zucker, Baumwolle, Teezeit bei 15. Kann man sich gut merken. Ein Bündnis mit Afghanistan wäre nochmal eine Sache. Wenn die Afghanen... Wenn die Afghanen das machen wollen würden, das wäre eine gute Sache. So als Abdenkung der Nordwestflanke. Und, ja. So, Afghanistan, Hasenkind. Dann komm nochmal her. Gleich. Erstmal Afghanistan. So, freundliche Beziehung. Und, ich will ein Bündnis mit euch machen. Ihr wollt nicht. Ich biete euch mal ein bisschen... Ach, jetzt habe ich den Zugang widerrufen. Ich depp. Dann mache ich mal jetzt das Bündnis und biete den Zugang gleich wieder an. komm. Und ich sag mal, 3000 ist mir das wohl wert. Oder 4000, ich bin gnädig. Nein, machen sie nicht. Schade. Aber ich will, dass ihr den Zugang wieder habt. Ich schenke ihn euch. So. Karnataka und Mysur. Sehr gut. Das hebt die Stimmung. Wenn auch nicht sehr stark. Für nochmal zwei. Profit trotzdem über 16.000. Das ist also kein Problem. Dann ist hier in Bijapur unser Forscher besser geworden. Bei Forschung von Militärtechnologien. Das ist gut, weil es ohnehin, glaube ich, die Provinz ist, wo das geforscht werden soll. Genau, Kolhapur, richtig. Der hat nämlich die Marinearchitektur erforscht. Vielleicht können wir es tauschen. Er bräuchte hier 6 und du bräuchtest
Auch 6. Technopolie bräuchte dafür. Gut, mal gucken. Was kannst du sonst machen? Kolhapur bräuchte für Aktiengesellschaften 6. Du bräuchtest 7. Du auch. Dann ist Kolhapur eher die philosophische Uni, glaube ich, wa? Aber du musst ein bisschen warten hier. Was kann Kolhapur denn noch machen? Die reformierte Marineverwaltung für das Marinekolleg oder hier Sextant mal erforschen. Mehr Prestige und mehr Bewegungsreichweite für Schiffe oder ganz wichtig verbesserte Granaten. Oh komm, nimm die mal, damit wir hier ein bisschen bei der Artillerie mal vorankommen. Und Rechnopoli macht dann weiter mit dem optimierten Nachschub. Gut. Baubericht. Raja Observatorium in Gujarat. Das ist eine ordentliche Sache. So, Militärtechnologie habe ich gesehen. Das heißt, wir können jetzt hier aus der Werft einen Trockendock machen für nur 3500 Goldstücke. Ein echtes Schnäppchen. So, große Teeplantage in Gujarat. Ich hoffe, es bleibt bei 15. Jawohl, Tee ist stabil, hat sich also voll gelohnt und haut richtig gut rein. Geteerte Straßen hier und auch hier. Und großer Ashram ebenfalls hier. Plus 0,7 die Bekehrungsgeschwindigkeit, bald haben wir 60 zu 40. Und die religiöse Unruhe ist bereits weg. Dann haben wir, hat sich sehr voll gelohnt und die mit 13 und 3 sind Leute sehr zufrieden. Und hier ist auch noch jede Menge Potenzial, was abzubauen. Also hier bin ich sehr zufrieden, das hat sich sehr gut ausgewirkt. Ich glaube, diese religiösen Gebäude wirken, sobald sie gebaut sind und nicht erst durch ihre Bekehrung. Also ich habe mehrfach bemerkt, dass diese religiöse Unruhe sich praktisch halbiert oder deutlich reduziert, sobald man auch nur ein Gebäude hat. Das scheint, glaube ich, auch so beabsichtigt zu sein. Aber ich muss da nochmal, da müsste ich wirklich nochmal genau berechnen. Also ich weiß nur, was ich bisher herausgefunden habe, dass es auf jeden Fall, sobald das Gebäude steht, schon mal die religiöse Unruhe direkt reduziert. Wir können hier mal gucken. Nächste Runde haben wir den kleinen Ashram hier. Die Seite ist ungefähr 70 zu 30 und hier ist 5-4 die Voraussage. Und mal gucken, was passiert, wenn sobald das Ding nächste Runde steht. Ich schreibe das mal auf 5-4. So. Und nächste Runde mal gucken, ist das Gebäude ja sofort fertig. Dann kann es ja eigentlich noch nicht gewirkt haben. Aber dürfte schon meiner Einschätzung nach bei der religiösen Unruhe was getan haben. Und damit auch unsere Stadtwachekosten und sowas reduzieren vielleicht. So, dann haben wir Eisenwerkstätten hier in Birra. Sehr gut, zweite Stufe. Da geht es erstmal noch nicht weiter, weil die Forschung noch nicht anderes zulässt. Große Baumwollplantage in Bengalen. Baumwolle ist jetzt auf 14 gesunken. Also hier müssen wir auch aufpassen. Aber auch das dürfte sich gerade noch gelohnt haben. Jawohl, es waren nämlich 15 Säcke mehr. Und bei 173 Ballen, ja, das muss sich gelohnt haben. Ganz sicher. Gut. So. Bei 10 Ballen wäre es schwierig geworden. Und der Rest, den kennen wir auch schon. Gut. Noch mehr Eigenschaften. Uiuiui, eiserne Hand. Dann ist hier der Justizminister noch besser geworden. Ja, aber eben auch unbeliebter. Aber er bringt natürlich noch mehr Punkte, sehe ich gerade. Mehr Repression und, na gut, okay. Dann gleicht sich das ja gerade so aus. Und noch ein neuer Start. Jetzt geht's aber rund. Jede Menge neue Städte. Baroda in Gujarat. In 30 Runden dann hier die Hafenstadt Port Bandar. Und hier haben wir 70 zu 30 für uns und nur 2 Punkte Unruhe und sehr zufriedene Leute. Ich denke, hier können wir uns mal Industrie gönnen. Und zwar eine Werkstatt Weber. Was kommt hier noch für eine Stadt? Genau, 27 Runden Jaipur. Ahmadnagar ist durch mit den Dörfern. Birra hat noch Chanda in 25 Runden übrig. Hyderabad hat auch noch einen übrig. Golconda in 21 Runden. Das ist hier irgendwo, oder? Hier muss irgendwo noch eine sein. Da, direkt vor der Stadt. Orissa und Sirkars hat Vizianagaram, das müsste eine Hafenstadt sein. Und hier ist es Puri. Da ist sie. Jana und. Oh, Donnerwetter. Hier, Hilfe. Noch 3 Dörfer übrig. Und auch diese Stadt hier. Masulipatnam war ja noch. Also hatte die 4 Städte hier, Orissa und Sirkars. Also die Provinz hat noch reichlich Potenzial. Und in 3 Runden ist die erste Stadt fertig. Dhaka noch in 5 Runden hier in Bengalen. Und im Süden sind wir, glaube ich, auch durch. Nee, Karnataka hat noch Madras in 9 Runden. Und Mysore hat auch noch eine Hafenstadt. In 16 Runden Mangalore. Gekochte Bohne, glaube ich. Ich weiß nicht, Mangalore und es gibt doch hier, diese eine Stadt wurde umbenannt. Bombay, glaube ich. Mangalore, ist das dieselbe? Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie das eine heißt gekochte Bohne und das andere heißt gebratene Bohne oder irgendwie sowas. Ich habe da mal sowas Verrücktes gehört. Nee, das ist Bombay, dann ist das hier irgendwie. Doch, Mumbai und Bombay, das war's, genau. Mumbai und Bombay. Irgendwas mit Bohne. Könnt ihr mal nachgoogeln. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber es wäre lustig, mal zu erfahren, was das jetzt heißt. Ich glaube, das war irgendwie so. Gut, ich gehe in die nächste. Ne, noch nicht. Quatsch. Hab noch jede Menge Geld.
Ich gehe noch nirgendwo hin. Ja, komm, dann nehme ich eben noch hier in den Karibikinseln die besseren Straßen mit. Fürs Prestige auch gerade. Guck mal, die haben geteerte Straßen. Boah, verraten war ich, Satan. So ungefähr ist das dann irgendwie auf den Kongressen. Da muss man sich ja fast so vorstellen. Und das restliche Geld. Eine Mine vielleicht. Ne, Plantagen bitte nicht. Oder hier diese Hütten. Das ist schon eine. Das auch. Die sehr armen wollte ich eigentlich noch nicht aufrüsten. Wachsend. Ach, guck. Dann nehmen wir die hier. Wasserbetriebene Baumwollfabrik in Rajputana. Okay, weiter geht's. So, 5 und 4 habe ich mir aufgeschrieben. In Rajputana. Und ich bin ja mal gespannt wie ein Schnitzel, ob das jetzt auch gleich so kommt. Dass das nur noch 3-2 oder irgendwie sowas ist. Mogulen ziehen sich zurück Richtung ihre Hauptstadt. Und ich hätte gerne mal ein paar Agenten. Also vor allem, also wir haben ja die 6 Edelmänner schon, aber ich brauche noch mehr Spione und Priester. Ganz dringend. Also, erstmal Rajputana. 4. Okay, hat noch nicht direkt gewirkt, aber es wird schon mal jetzt hinduistisch hier bekehrt alles. Na gut. Ashram, bitte. So, Karnataka. Nochmal 2 Leute. Stadtwache 5. Also wir müssen hier verdammt aufpassen. Und jede Menge Gebäude. Dampfpumpen unter anderem hier in Rajputana. Oder auch in Orissa und Zekas. Gut. Dann haben wir kleinen Ashram, habe ich bereits ausgebaut. Weber in Hyderabad wird sofort zur Baumwollweberhütte aufgerüstet. Und geteerte Straßen zum Beispiel hier in Bengalen. Sehr schön. Unser Prestige ist fast bei 1000, glaube ich. Jetzt 931, also wie wir haben, ist unglaublich. So, hier wird diese Provinz nicht zur militärischen Hochburg ausgerüstet, obwohl da ganz im Norden... Ach komm, wir haben so viel Geld. Ich brauche hier mal eine Drillschule. Ahmedabad lohnt sich, glaube ich, mehr. Also wie gesagt, Mysore als eine. Bijapur und dann vielleicht noch hier. Aber hier lohnt sich das auch irgendwie. Oder Punjab wird auch nochmal nicht schlecht, ne? Also eigentlich lohnt sich Gujarat wenig, das aufzurüsten. Zumal wir auch hier nicht diese Sikh-Truppen haben. Die haben wir, glaube ich, erst hier in Sindh. Also ich glaube, hier geht es mit Sikh los. Hindustan auch. Oh, Kriegsmüdigkeit. Aha. Berar. Oh, was haben wir hier? Pindari-Reiter. Ach ja, guck, die sind ja auch lustig. Ich hole mir mal so eine Einheit Pindari-Reiter. Einfach nur zum Ausprobieren, wie die so sind. vielleicht sind die ja irgendwie cool drauf, keine Ahnung. Und in Mysore... Oh, Vorsicht, jetzt haben wir hier auch Stress. Dann werde ich hier mal direkt kaufen. Vagier-Infanterie und noch ein bisschen Polygare. Und General haben wir ja schon. 12 Pfünder Artillerie kann auch nicht schaden. Unsere Hauptstadt Bijapur ist noch total happy. Den müssen wir also erstmal keine Truppen aufrüsten. Nicht wegen der eigenen Bevölkerung, vielleicht wegen fremden Truppen, die irgendwann einfallen könnten. Das ist sicherlich richtig. Aber nicht wegen unseren eigenen Leuten, das auf keinen Fall. Und, so. Wann ist die nächste Werft fertig? 2 Runden noch? 3 Runden noch, okay. Plantagen bleiben erstmal das, was sie sind, nämlich so wie jetzt. Großer Ashram. Ja, vielleicht baue ich auch mal die Freudenhäuser zu Bordellen aus, die beiden, die ich habe. Vielleicht erhöht man damit ja tatsächlich die Chance der Leute, dass wir hier noch mehr, endlich mal einen Spion wiederbekommen. Und einen Priester wollte ich eigentlich auch nochmal haben, ne? Teddypool? Ah ja. Ein friedliches Regiönchen ist Indien. Goa. Hyderabad.
Bijapur. Heeresrat bringt hier nur Kriegselefanten. Die sind aber im Nahkampf wirklich... Oh, Hammer. Erschreckt Pferde, erschreckt Feinde, hitzeresistent. Also alles, was man braucht. Und, gut. Ja, ich kann nur in die nächste Runde gehen und sage, weiter geht's. Wir nehmen einfach jetzt reichlich Geld mit, aber man kann nie wissen, wofür man das Geld plötzlich braucht.